Ja, einen wunderschönen guten Abend. Sozusagen, man könnte sagen, im Tag, dem ersten RPI virtuell Open Ready Treffen der neuen Zeitrechnung. Man sagt, es wird die Zeit vor und nach Corona geben. Bei uns in Österreich ist es definitiv jetzt schon danach, weil wir sitzen alle nur mehr zu Hause und wissen sonst nicht so viel, was wir tun sollen. Umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder uns mit interreligiösen Dingen beschäftigen können. Und da ist es natürlich wunderbar, dass der Guntram heute dran ist und uns erzählt, wie die goldene Regel aus buddhistischer Sicht zu sehen ist oder wie man da hinkommt. Und ja, hallo Guntram und Bildschirm, Ton und Mikrofon frei für dich bitte. Okay. Hört man mich soweit gut? Passt es? Alles gut. Okay, also dann wünsche ich mal schönen guten Abend allen. Freue mich sehr, dass ich da ein bisschen darüber referieren darf, wie der Buddhismus die goldene Regel aufnimmt, wie er mit ihr arbeitet. So als kleinen Überblick habe ich so die Idee, dass wir zuerst mal in wenige Texte hineinschauen, die goldene Regel ziemlich direkt verwenden, und dann schauen wir so, wie es rundherum in der Ethik im Buddhismus ausschaut und wie da die goldene Regel eine Anwendung finden könnte. Ja, dann legen wir gleich los. Also grundsätzlich gibt es nicht allzu viele Textstellen im Pali-Kanon, also ich beziehe mich hauptsächlich auf diesen, wo direkt Buddha also mit der goldenen Regel arbeitet, aber die wenigen möchte ich doch aufgreifen und dann auf diesen aufbauend weitermachen. Und zwar gibt es da eine sehr schöne Lehrrede im Samyutta Nikaya, wo er zu dem Volk oder den Leuten der Veludvara spricht. Diese Leute, die lassen sich's gut gehen, die ziehen Kinder auf, die haben Schmuck, die haben Essen gut, aber sie haben auch das Spirituelle im Sinn, und im asiatischen Denken heißt das, dass man eine gute Wiedergeburt hat. Also sie wollen aufsteigen, also lieber im Götterbereich aufsteigen, also auf keinen Fall nach unten stürzen. Und zu dem Zweck befragen sie den Buddha, ja, was denn da zu tun ist. Also sein Ruf ist ihm schon vorausgeeilt, also so gesehen hat das leicht. Und er spricht dann zu diesem Volk. Und teilweise werde ich einfach direkt vorlesen, damit man so auch eine kleine Stimmung mitkriegt. In der Übersetzung vom Neumann, der hat es so ein bisschen in eine gewisse Feierlichkeit gehoben, damit so eine kleine die Stimmung auch rüberkommt. Er beginnt da also als auf Antwort zu den Velodvaran. Da heißt es, ich muss die Brille abtun, damit ich da besser lesen kann. Da führt sich Hausväter, also Retter zu den Vätern, der edle Jünger vor Augen, also die Mönche: Mir ist mein Leben lieb, ich will nicht sterben, ich will wohl und verabscheue weh. Würde mir jemand, obwohl mir mein Leben lieb ist, ich nicht sterben will, ich wohl will und weh ab verabscheue, das Leben rauben, so wäre mir das nicht lieb und angenehm. Wenn nun aber ich einem anderen, dem ja auch das Leben oder sein Leben lieb ist, der nicht sterben will, der wohl will und wehe verabscheut, das Leben rauben würde, so wäre ihm das unlieb und unangenehm. Also man merkt, da kommt diese Wiederholung immer wieder. Das ist rein mnemotechnisch einfach so angelegt, dass man sich das gut merken konnte, weil man ja für längere Zeit nicht aufgeschrieben hat, sondern alles nur aus wendig gelernt hat und so weiter tradiert hat mündlich. Darum immer diese Wiederholungen zum Verständnis. Und dann geht es so weiter, und ich bringe jetzt einfach nur den Schlusssatz. Wer sich also das vor Augen führt, dem liegt selber das Umbringen von Lebendigen fern. Andere regt er an, vom Umbringen von Lebendigen abzustehen. Und er lobt es, wenn jemand vom Umbringen von Lebendigen absteht. Das ist der rechte Wandel in Werken. Darüber ist er sich völlig klar geworden. Also da geht es speziell um die Sila des Tötens. Also im Buddhismus gibt es die fünf Silas, die Grundregeln. Die erste ist also das Nicht-Töten. Das zweite ist Nicht-Gegebenes nicht nehmen, also stehlen. Beim
reden ist ein bisschen ausgefeilt, also natürlich nicht lügen, man soll nicht hintertragen, das bedeutet im Sinne von, dass man abschätzig über andere redet, man soll nicht Zwiespalt sehen, man soll nicht barsche Rede halten, also extrem laut sein oder schimpfen in dem Sinn, und seichtes Geschwätz ist auch nicht gefragt. Dann gibt es, dass man, es ist nicht ganz so klar, man könnte einfach, so allgemein kennen wir den Begriff Ehebruch, also dass man sich nach den sexuell-sittlichen Regeln hält, die landesüblich gelten. Gibt es keinen klaren Kanon und so, das darf man, das nicht, aber so ganz grob gesagt. Und das sich enthalten von rauschhaften Substanzen, die zu Leidenschaft führen. Also letztlich geht es ja immer um den Punkt, dass die Leidenschaften Geist vergiftenden Leidenschaften, dass man die zähmt oder ganz verhindert. Also das sind die fünf Silas und da beginnt jetzt zuerst einmal einfach mit dem Töten. Und ganz einfach, also so wie ich mein Leben schätze und es bewahrt haben möchte, verständlicherweise geht es dem anderen genauso und so werde ich ihn demgemäß auch behandeln. Jetzt geht dann alle diese Punkte durch. Also da nur als Beispiel noch, zum Beispiel mit der Frau, da heißt es, wenn mir etwas, das ich nicht gegeben habe, durch Diebstahl entrissen würde oder wenn jemand mit meiner Frau verkehren würde, so wäre mir das nicht lieb und angenehm. Wenn nun aber ich einem anderen etwas, das er nicht gegeben hat, durch Diebstahl entreißen würde oder wenn ich mit der Frau eines anderen verkehren würde, so wäre ihm das unlieb und unangenehm. Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für den anderen eine unliebe und unangenehme Sache. Wer das, was da für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, wie könnte ich das einem anderen aufladen? Wer sich das so vor Augen führt, dem liegt selber das Nehmen von Nichtgegebenen und das Ausschweifen fern. Andere regt er an, vom Nehmen des Nichtgegebenen und vom Ausschweifen abzustehen. Und er lobt es, wenn jemand davon absteht. Also da kommt immer noch diese pädagogische Seite mit, dass man das noch weitergeben soll, unterstützen soll, also dass die ganze Gesellschaft sich an diese Regeln hält. Das spielt er so durch und beendet das Ganze dann so, wenn Hausväter, der edle Jünger, diesen sieben rechten Eigenschaften und diesen vier wünschenswerten Zuständen nachgefolgt ist, dann kann er, wenn er will, von sich oder zu sich sagen, versiegt ist die Hölle für mich, versiegt der Tierschoß, versiegt das Gespensterreich, versiegt der Abweg, die schlechte Fährte, das Verderben. Ich bin in den Strom eingetreten, entronnen dem Verderben, eile zielbewusst der vollen Erwachung entgegen. Also da kommt dieses konsequenzialistische Moment dazu, wenn ich so und so handle, dann hat es die und die Folgen für mich. Also da kommt die ganze Karma-Logik hinein. Also man könnte so übertragen auf das Christentum sagen, das Reich Gottes winkt euch, wenn ihr euch halt die und die Regeln haltet, so in die Richtung. Was hier aber jetzt nicht mit drinnen ist, und das geht dann noch auf diesen Punkt näher ein, ist, dass mit diesen ethischen Regeln die Sache schon geregelt ist. Also das ist noch nur ein gewisser Ausschnitt. Also der Buddha geht jetzt bei dieser Rede nicht darauf ein, dass er sagt, ja eigentlich gibt es noch viel mehr zu erreichen, als nur aufzusteigen. Da gibt es noch viel mehr, nämlich das Nirvana. Sondern er gibt einfach mal Antwort auf Ihre Frage. Okay, das wäre mal so eine Stelle im Pali-Kanon, die sehr ausführlich die goldene Regel in Anwendung bringt. Es gibt noch kurz andere Stellen, die möchte ich kurz erwähnen, aber nicht allzu lang ausformulieren. In der Udana redet der Buddha mit der Königin Mallika. Und da heißt es nur kurz, wer im Gemüt die ganze Welt durchwandert, er findet nichts, was er mehr als sein Selbst liebt.
Also da kommt diese Beschäftigung auch im Buddhismus mit dem, dass wir an unserem Ego so stark hängen. Also nichts gibt es mehr, als wir, wie das, dass wir einfach uns selber sein wollen. Und dann heißt es weiter, genauso lieben alle auch ihr selbst, verletzt drum keinen, du liebst auch dein Selbst. Also auch wieder dieser Tausch und dieses Verständnis der goldenen Regel, dass man versteht, den anderen geht es ja genau um das Gleiche, ihnen ist das Gleiche wert, drum verletzt sie nicht. An einer anderen Stelle, die finde ich noch schön, in Dhammapada, das ist so eine Verssammlung, wo die buddhistische Lehre schön zusammengefasst ist, da heißt es, ein jedes Wesen scheut Qual, ein jedes Wesen flieht Tod, erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Das reicht eigentlich schon, das wiederholt sich dann nur. Also erkenn dich selbst in jedem Sein, also da haben wir schon so auch diesen Rollentausch, auf den wir später eingehen möchte. Also das sind so ganz wenige Textstellen, die man im Buddhismus direkt jetzt zur goldenen Regel findet. Und möchte jetzt aber diese goldene Regel in den Gesamtrahmen des buddhistischen Systems stellen. Und wie vorhin schon angesprochen, also das ist vielleicht schon bekannt, denn den meisten Zuhörern im Buddhismus gibt es diese drei Säulen. Die Ethik ist eine davon. Dann gibt es die Weisheit oder Erkenntnis, also da stecken die philosophischen Aspekte drinnen. Und die dritte Säule oder der dritte Fuß dieses Dreihockers wäre dann die Meditation. Und die zusammen führen dann letztlich zum Nirvana. Also das kommt in dieser Lehrrede zu den Velutvaran nicht vor. Also er gibt nicht so eine Art die Gesamtlehre zum Besten, sondern beschränkt sich da auf Ihre Fragen. Jetzt nur mal auf die goldene Regel ganz grundsätzlich eingegangen, ist es ja sowas wie ein rationaler Akt, den man macht. Also man sagt, ich tue anderen das, was ich möchte, was man mir tut. Also ich mache es in gewisser Weise einen Rollentausch und setze mich an die Stelle des anderen, der ja von mir meine Handlung empfängt oder auch nicht empfängt, wenn es eine negative Pflicht wäre. Und jetzt kann man sich fragen, also auch im Christlichen, bei den anderen Religionen kenne ich zu wenig aus, warum, also in der Bibel finden wir auch nicht allzu oft die goldene Regel, warum hat Buddha die nicht so oft eingesetzt, was könnte da möglicherweise noch fehlen? Und ich meine, dass eine Sache deutlich wird, dass dieser rationale Rollentausch einfach zu kurz greift. Warum? Also ich habe so dieses Beispiel konstruiert. Angenommen, wir säßen in einem Warteraum allein mit jemand drinnen und wir sind jetzt so der Typ, der gerne kommuniziert und finden das eigentlich sehr unangenehm, wenn Stille herrscht. Also wollen wir, dass wir miteinander reden und fänden es eigentlich unhöflich vom anderen, wenn er nicht das Wort ergreift. Und wenn man jetzt da diesen Rollentausch macht, dann gehen wir davon aus, dass der andere gleich geartet ist. Kann aber genauso sein, dass der sagt, ja, Stille ist wunderbar, schweigen wir miteinander und genießen die Stille. Jetzt kann es also sein, wenn ich nur von mir ausgehe, dass da ein Fehler passiert. Nur als einfaches, primitives Beispiel. Und natürlich, jemand, der ein bisschen ein Gespür hat, kann er dann sofort merken, wenn man jemanden anredet, der eigentlich hat da nicht wirklich Lust zu reden, dass man auf das Rücksicht nimmt. Also was ich damit sagen will, ist, nur der rationale Rollentausch, also dem anderen das zugutekommen zu lassen, was man selber will, reicht nicht aus, sondern ich muss die individuellen Bedürfnisse des anderen wie mit einbeziehen in der ganzen Sache. Was will ich das Ganze anspielen? Das Ganze spiele ich deshalb an, weil im Buddhismus das Mitgefühl, also die Tugend des Mitgefühls ganz hoch geschrieben wird. Und da
mit hineinspielt. Und da möchte ich auch wieder einen kurzen Text vorlesen, um das aufzuzeigen. Und zwar, ich hoffe, dass ich das gleich finde. Genau. Da spricht der Buddha zufällig auch wieder mit einem König. Und da heißt es, wie aber großer König ist der Mönch tüchtig in Tugend, da hat großer König der Mönch Lebendiges umzubringen verworfen. Lebendiges umzubringen liegt ihm fern. Ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme, hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Das eben gilt ihm als Tugend. Also da geht es jetzt auch wieder um diese Silas, also er spielt das mit ihm jetzt durch, aber es geht viel weiter. Also er beschränkt das nicht auf diese fünf Silas, werden wir noch sehen, wo das hinführt. Aber er beginnt da auch wieder bei dem Punkt des Tötens und Verletzens und da formuliert er das jetzt anders und viel zentraler auf das Mitgefühl bezogen, dass allen Wesen gegenüber Liebe und Mitleid oder Mitgefühl entgegengebracht werden soll. Also da ist, von vornherein gibt es da keine Einschränkung. Und man kann also so sagen, dass der Buddhismus hier keine Grenze setzt. Also das ist, ja, die Liebe kennt keine Grenzen, kann man soweit sicher mal sagen. Ja, er spielt das wieder mit allem durch. Und was ist das Ergebnis? Er sagt dann, durch die Erfüllung dieser heiligen Tugendsatzungen empfindet er ein inneres, fleckenloses Glück. Also dadurch schon, dass er diese Regeln einhält, geht es ihm schon sehr gut, aber damit reicht es im Buddhismus noch nicht, weil es geht ums Nirvana, um die völlige Befreiung vom Leid. Nicht nur um einen jetzigen Zustand, der sich schon recht gut anfühlt, sondern es geht um die Befreiung von diesem ewigen Kreislauf, wo man immer wieder zurückkehrt. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt, nämlich zur Meditation, diesem zweiten Aspekt. Und da erklärt er nach dieser ganzen Abhandlung mit diesem König dann, nach dem Mahl, also nachdem er gegessen hat, wenn er vom Almosengang zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet und pflegt Einsicht, also Meditation. Er hat weltliche Begierden verworfen und verweilt begierdelosen Gemüts. Von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, hasslosen Gemüts verweilt er. Vor Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Also was will ich damit sagen in verkürzter Form? Nachdem der Almosengang vorbei ist, setzt er sich zur Meditation hin und befasst sich ganz spezifisch in der Meditation mit seinem Hass und entwickelt Liebe und Mitgefühl für alle fremden Wesen. Also hier gibt es eine meditative Praxis, die sich ganz spezifisch auch mit dem inneren Hass befasst. Also es reicht in dem Sinn nicht, dass man nur die ethischen Regeln befolgt, sondern es geht auch in eine meditative Praxis, wo praktisch tiefer liegende Schichten der Aggression, auch der Gier, also das ist vorher auch angesprochen, also dass man die Begierden oder die Objekte der Begierde loslässt, um diese Liebe und dieses Mitgefühl noch in aller Tiefe zu verwirklichen. Und von dem Schritt her möchte ich jetzt den Schritt zum Mahayana hinüber machen. Also im Buddhismus haben wir diese drei großen Schulungen. Der Theravada, das ist praktisch der alte Buddhismus, dann später der Mahayana und dann der Vajrayana, also der tibetische Buddhismus. Jetzt, um das ganz vereinfacht zu machen, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das nicht in den falschen Hals bekommt. Aber der Mahayana hat den Aspekt des Mitgefühls besonders stark herausgehoben, weil er sich, also die
die Übenden oder die Mönche nicht nur für ihr eigenes Glück interessieren und sagen, okay, wenn ich Erleuchtung habe, dann ist alles wunderbar, ich habe mein Ziel erreicht, sondern sie haben alle fühlenden Wesen im Blick und wollen deshalb also nicht einfach nur für sich die Erleuchtung erlangen, sondern sagen, ich muss Fähigkeiten erlangen und ein Mitgefühl erlangen, dass ich allen fühlenden Wesen helfen kann, dass auch sie die Erleuchtung erlangen. Und da ist die entscheidende Tugend das Mitgefühl. Also um das noch deutlich herauszustellen, dass aus ethischer Sicht die goldene Regel sehr wohl Sinn macht, aber dass das Mitgefühl ganz was Zentrales und Wichtiges ist in der buddhistischen Ethik, die eben auch helfen soll, ganz konkret im Umgang mit einer Einzelperson oder einem Tier, ganz egal, mitfühlend umzugehen. Sobald man das tut, schaut das Sache natürlich ganz anders aus. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit dem getan oder hat Buddha noch andere Wege, um die Ethik zu vertiefen oder überhaupt sein Gesamtziel zu erreichen? Und zu dem Zwecke möchte ich, also kann man sich zuerst mal fragen, welche Methoden sind so weitläufig bei uns im Einsatz? Eine Sache kennen wir, das Gewissen. Wissen wir aber auch, dass das problembehaftet sein kann, je nachdem, in welchem Milieu wir aufwachsen. Da haben wir keine Sicherheit in dem Sinn, dass das auch tatsächlich das funktioniert. Ein anderer Weg, da wäre der kategorische Imperativ nach Kant oder die Tugendlehre von Aristoteles, also sind so verschiedene Möglichkeiten oder modernere Formen an Tugendlehren. Oder in der Ethik gibt es ja mehrere Formen. Und wenn man jetzt so die buddhistische Lehre insgesamt anschaut, sieht man, dass da eigentlich von allem ein bisschen was vorkommt. Ich nehme an, dass das in anderen Religionen genauso ist. Dass also nicht nur eine reine Gesinnung im Vordergrund steht, sondern dass auch Konsequenzen dargelegt werden. Im Sinne von, wenn du so und so handelst, musst du mit den und den Konsequenzen, im Guten wie auch im Schlechten, reden. Solche Dinge gibt es eben auch. Aber um jetzt nochmal das Mitgefühl in seiner Tiefe hervorzuheben, möchte ich da eben auf Kant eingehen, der in seinem wichtigen Buch Die Grundlegung der Metaphysik der Sitten zu Beginn seines Buches besonders das Wollen hervorhält. Also die Absicht im Buddhismus ist auch die Absicht an sich, also die Gesinnung, als Handlung verstanden, die sehr, als sehr wichtig eingestuft wird. Und da finde ich das sehr schön, um das zu verdeutlichen, wie Kant das formuliert in seinem Buch. Da sagt er nämlich, wenngleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen. Also wenn jemand schlecht ausgestattet ist, das, was er eigentlich machen möchte, auch umzusetzen, sagt er dann weiter, wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nicht von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille, jetzt in Klammer, freilich nicht als bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind, übrig bliebe, also wenn nur der gute Wille übrig bliebe, würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, dass seinen vollen Wert in sich selbst hat. Also was Kant da ausdrücken will, ist, wenn dieser Wille, diese Gesinnung ganz echt aus tiefstem Herzen kommt, egal jetzt wie sehr man auch befähigt ist, das umzusetzen, dann hat das wirklich eine große Bedeutung. Und so wird das eigentlich auch im Buddhismus und besonders im Mahayana-Buddhismus gesehen. Und da möchte ich einen anderen Text dazu aufbieten. Und zwar wird dieser
diese Gesinnung im Buddhismus als Erleuchtungsgeist bezeichnet. Der Begriff dafür heißt Bodhicitta. Citta ist der Geist, Bodhi, Erleuchtung. Es wird als Erleuchtungsgeist bezeichnet, wenn jemand aus Mitgefühl, also er beschränkt sein Mitgefühl nicht auf seine Mutter, seine Geschwister, sein Kind, sondern dehnt dieses Mitgefühl auf alle fühlenden Wesen der Welt aus, weil er, wenn es in Kontakt ist, sich sein Herz so weit öffnet, allen nur das Beste wünscht. Und ja, im Buddhismus heißt halt das Beste wünschen, dass auch die anderen das vollkommene Glück erreichen, also die vollkommene Erleuchtung. Und wenn jemand diese Gesinnung hat, also sein Herz so weit offen ist, so mitfühlend, grenzenlos, also alle fühlenden Wesen retten will, dann nennt man das den Erleuchtungsgeist. Und der wird so formuliert, den finde ich jetzt, wenn man entflutscht. Da ist er. In dem Augenblick, in dem Bodhicitta, also dieser Erleuchtungsgeist, entsteht, sind die Bindungen an das Gefängnis der zyklischen Existenz gelöst. Also da haben wir auch wieder dieses konsequenzialistische Denken. Das heißt, wenn ich das und das tue, dann passiert halt das. Darum heißt es, man sei ein Kind der Buddhas. Also wenn man tatsächlich in aller Tiefe, in aller Echtheit dieses Mitgefühl entwickelt, dann ist man ein Kind Buddhas und hat sich befreit. Ein alleiniger Gedanke reicht natürlich nicht, sondern es muss ganz tiefgreifend sein. Aber so, damit vom Verständnis her, so denkt man sich das im Mahayana Buddhismus. Also dass man wirklich sein Mitgefühl ausdehnt auf alle fühlenden Wesen des Kosmos. Also, und das macht der Unterschied zum Theravada, wo es einfach um die Befreiung des Einzelnen geht. Ja, also in diesem Sinne, um das zusammenzubringen, also wie es bei Kant heißt, also dieses Wollen, diese Absicht, völlig gut zu handeln, scheint da auf. Nur ist natürlich bei Kant bei diesem Wollen, bei dieser Gesinnung noch längst nicht davon die Rede, dass jetzt da alle fühlenden Wesen damit gemeint sind. Aber bei ihm geht ja das Ganze noch weiter, dass er das nicht nur auf eine Einzelperson beschränkt, sondern so wie ein Reich der Zwecke hat. Also man könnte sagen, sowas wie der Himmel auf Erden oder eben der Himmel in einem Zustand, wo die Bürger, also dieses Reich, nicht nur zum eigenen Zwecke, sondern alle anderen auch zum Zwecke machen. Wenn das erfüllt wäre, dann wäre das absolute Ideal erreicht. Also er formuliert, dass das natürlich utopisch ist, aber das wäre eigentlich das Reich der Zwecke. Dass man also niemanden nur als Mittel behandelt, sondern eben auch ihn zum Zweck macht. Und in dem Sinn übertragen auf die buddhistische Lehre könnte man sagen, dass jemand, der also diesen Bodhicitta hat, diesen Erleuchtungsgeist, dass er alle fühlenden Wesen zum Zwecke macht, also sich völlig so ausrichtet, dass er diesen bestmöglich helfen kann. Jetzt ist nun so, dass das Mitgefühl ja allein nicht ausreicht. Man könnte es vergleichen mit einem Arzt, der zwar mitfühlend ist, also es gibt ja, denke ich, genügend Menschen, die Mitgefühl haben mit einem Kind, das leidet, oder mit alten Menschen, oder ganz egal welcher Art, aber dennoch nicht befähigt sind, richtig zu helfen. Und hier kommt jetzt der Aspekt des geschickten Handelns dazu. Der Begriff dafür ist Upaya. Aber diese geschickten Mittel oder diese Befähigungen, richtig zu helfen, die bekommt man nicht einfach dazu geschenkt. Also da muss man Arbeit und Zeit aufbringen, um diese Qualität zu entwickeln. Was tut man? Das ist jetzt die dritte Säule, die ich da noch stärker betonen möchte, um das
gesamtbuddhistische Konzept besser darzustellen, ist, in die Meditation zu gehen. Warum? Und ja, weil die Meditation uns, das geht natürlich nicht auf Knopfdruck, sondern es braucht auch relativ viel Zeit, uns Einsicht in die Phänomene oder in die Gesetzmäßigkeit der Phänomene liefert. Zum Beispiel, also was ein ganz wichtiges Konzept im Buddhismus ist, ist die Leerheit. So zu verstehen, dass man die Welt, so wie sie sich uns darstellt, als nicht ewig und fest vorstellt, sondern vielmehr als flüchtige Erscheinungen. Sie sind zwar da, also es ist nicht nihilistisch im Sinne, die gibt es gar nicht. Sie sind da, sie affektieren uns, also sie machen was mit uns, aber man gibt ihnen nicht diesen Realgehalt, wie wir das eigentlich so in unserem normalen Geist gewohnt sind. Also da geht man zuerst mal philosophisch dran, also das ist dieser Weisheitsaspekt, dass man schaut, ja, was ist denn wirklich? Und die buddhistische Philosophie sagt, weil alles bedingt voneinander abhängt, gibt es da hier keinen Kern, der für sich inhärent existiert. Also so wird die Lehrheit formuliert. Das heißt, wir können in Wirklichkeit nicht richtig zugreifen. Es gibt keinen archimedischen Angelpunkt, sondern es ist eigentlich alles offen. Das kann man mal intellektuell begreifen, aber der viel wichtigere Punkt ist, dass man das in der Meditation schrittweise immer mehr und mehr vertiefend erfährt. Und wenn man diese Vertiefung hat und versteht, dass die Welt eigentlich leer ist, also eine Offenheit und ein Ganzes, eine Einheit, dann kann man viel besser helfen, weil man nicht aus dem Ego heraus Mitgefühl übt. Um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn ich Mitgefühl jetzt, sagen wir mal, mit jemand habe, der leidet, dann kann im ersten Moment ein richtig reines Mitgefühl da sein. Es kann aber im nächsten Schritt ganz versteckt auch das Ego mitlaufen, so eine Art, wenn ich jetzt da was tue, dann bin ich ein guter Mensch. Also man verbucht sich das auf seinem Gutmensch-Konto. Das ist jetzt nicht eine furchtbar schlimme Sache. Da gibt es viel Schlimmeres. Also, aber was der Buddhismus natürlich in aller Tiefe und Konsequenz auflösen möchte, ist dieses Ego. Dass sich an etwas hält, was es nicht wirklich gibt. Also der Buddhismus glaubt nicht, dass es das Ego wirklich gibt, sondern dass das eine Eigenkonstruktion ist, an der der Mensch so unglaublich stark festhält. Oder? Also da jetzt noch tiefer zu gehen, aber vielleicht kommen noch die Fragen dazu, führt jetzt momentan zu weit. Aber die Idee ist die, dass in der Meditation mehr und mehr verstanden wird, dass die Phänomene nur von zeitweiliger Dauer sind. Das heißt, es steigt ein Gefühl auf und löst sich wieder auf. Genauso die Gedanken, es geht mit denen viel schneller. Man befasst sich in der Meditation auch mit den Phänomenen der Sterblichkeit, überhaupt der Vergänglichkeit und taucht durch verschiedene Versenkungserfahrungen immer mehr in solche Erfahrungen auch der völligen Offenheit. So. Also unterm Strich einfach gesagt, die Meditation ist ein Mittel, um die Theorie, die man sich einmal rein gedanklich zu Gemüte führen kann, auch tatsächlich zu erfahren. Also das ist das wesentlich Wichtigere, theoretisch, wie es halt so oft ist, einfach mal der Anfang des ganzen Weges. Was soll das Ganze nochmal zurückzukommen? Also wenn ich diese Einsicht habe, dann habe ich auch die Befähigung, nicht nur Mitgefühl zu haben, sondern auch angemessen richtig zu helfen. Und deshalb ist auch die Meditation wichtig und auch die Lehren. Also insgesamt, also wenn man sozusagen auf bestmögliche Weise helfen möchte, ein gutes Mitgefühl schon entwickelt hat und bestmöglich helfen möchte, dann ist es wichtig, dass man die Phänomene richtig versteht. Und das über den Weg auch der Meditation lernt. Anderes Beispiel fällt mir dazu ein. Wenn man jetzt zum Beispiel
eine tiefe Meditationspraxis hat oder in den anderen Religionen eine tiefe Gebetspraxis hat, dann wissen wir ja, dass das ja alles starke Wirkungen auf unseren Geist, unsere Seele hat, dass wir mehr Gelassenheit ausstrahlen, dass wenn wir in eine prekäre Situation kommen, dort auch viel besser helfen können, weil wir eine innere Ruhe haben, aus dieser Ruhe heraus erstens einmal eine gewisse Beruhigung bringen und dort Schritte setzen, helfende Schritte setzen, die viel wirkungsvoller sind, als wenn wir jetzt da aus zu viel Mitgefühl, das kann ja uns auch völlig besetzen, zu stark sein, eigentlich handlungsunfähig. Das nur als Beispiel. Und so in dem Sinn kann man sich den Sinn der Meditation vorstellen. Was man aber nicht darf, ist, dass man die Buddhisten jetzt und dieses Mitgefühl der Bodhisattvas rein nur in die Kategorie viel meditieren hineinschiebt, sondern dass eigentlich ein Bodhisattva, also einer, der diese tiefe Gesinnung, diese große Gesinnung hat, auf alle erdenkliche Weise helfen will. Also es gibt da schöne Beispiele, wo zum Beispiel Zen-Meister sich stark engagieren, also den kennt man wahrscheinlich, Thich Nhat Hanh, den engagierten Buddhismus kultiviert, also sich als Pazifist hervorgetan in Vietnam, oder Bernie Glassman, ein amerikanischer Zen-Meister, der auch sehr interreligiös unterwegs war, für Obdachlose so ein Großprojekt aufgezogen hat, die Greystock Bakery und so weiter. Oder ein Schweizer, Österreich, da waren ja Palmers noch lebend als Tierschützer. Also da gibt es einige Beispiele, wo diese intensive Meditationspraxis, vor allem im Zen auch, dann ganz konkret hinübergebracht wird in die Alltags- oder Lebensproblematik, die uns einfach auch viel, viel Schmerzen und Leid erfahren lässt, dass da die Unterstützung kommt. Also muss man nicht so in die Schublade schieben, die Buddhisten, die meditieren und damit hat sich's, sondern das sollte eigentlich hinausgehen, in die Welt zurückfließen, dieses Mitgefühl in ganz konkrete Handlungen. Aber sicher nicht vordergründig, dass man hauptsächlich seine Energie dafür verschwendet, die Welt ins Paradies zu verwandeln. Also das ist nicht der Gedanke, sondern die Befreiung, also wenn man jetzt, sagen wir, die Welt zum Paradies machen möchte, dann ist die Gefahr eben auch groß, dass man sagt, man will ewig auf der Erde leben, man will das in Gold verwandeln, wobei ein Buddhist sagt, das ist auch vergänglich, auch das Leben ist vergänglich, also die Anhaftung am Irdischen, am Leben wird in dem Sinn nicht unterstützt, wenn man aber sich jetzt völlig dieser Sache widmen würde, dann wäre die Energie nicht in die Richtung gelenkt, die eigentlich im Buddhismus angezielt wird. Ja, so im Großen und Ganzen habe ich den Buddhismus dargestellt, also in diesem Zusammenspiel dieser drei Säulen von Ethik, Meditation und Erkenntnis. Also Weisheit, die theoretische Seite, und könnte, wenn man die goldene Regel jetzt in aller Tiefe auf diesen Gesamtrahmen des buddhistischen Konzepts umformulieren würde, ungefähr so formulieren, dass man sagt, ich wünsche von jemand mit absolutem Mitgefühl und Weisheit, oder so wie ich wünsche, dass jemand mich mit absolutem Mitgefühl und Weisheit behandelt, so wünsche ich auch, andere zu behandeln. Also das wäre so eine Art die absolut vollkommene Variante der goldenen Regel auf Buddhismus übertragen. Ja, soweit mal jetzt meine Erläuterungen zur goldenen Regel im Gesamtkonzept des Buddhismus. Ich freue mich jetzt auf die Fragen.
Ja, Guntram, vielen Dank für deinen sehr dichten Vortrag. Ich glaube, wir sind alle sehr aufmerksam an deinem Vortrag gehangen und das sind sehr viele Stränge, die da nicht durcheinander zusammenkommen und von verschiedenen Seiten her. Und das ist etwas, was mich persönlich am Buddhismus ja auch immer wieder fasziniert, wie sehr strukturiert das Ganze ist. Also als Muslim bin ich ja jemand, der auch durchaus dem Emotionalen nicht abgeneigt ist. Und ich sehe das immer im Buddhismus, wir sind keine unemotionalen Leute, aber wie sehr die Dinge da alle strukturiert versucht werden, auf den Punkt zu bringen, soweit ich das verstehe. Ja. Vielen Dank einmal dafür. Und jetzt als erstes vielleicht in die Runde die Frage so verbal und ich schaue inzwischen dann auch so auf dem Chat, was da dann noch für Fragen auftauchen. Ja. Wenn dann niemand hier fragt, dann schaue ich in den Chat, da fragt die Miriam, wie schreibt man diesen Erleuchtungsgeist? Bin da leider nicht so bewandert. Ja, also ich schreibe es eh in einem Body, Erleuchtung. Und Chitta, der Geist, also Erleuchtungsgeist. Schauen, ob es klappt. Da steht schon, ja. Super. Bodhicitta. Mhm. Ja. Genau. Ja, also nicht geschlafen. Philipp fragt, wie war das mit der Verzweckung des Mitmenschen noch schnell? Ich schrieb mit und verlor kurz den Faden. Mhm. Verzweckung? Das kann ich jetzt nicht genau... Aha, so, das Reich der Zwecke, also nach Kant wahrscheinlich. Also bei Kant ist wichtig, dass wir nicht den anderen verwenden, nur um unsere eigenen Zwecke damit zu erfüllen, sondern dass der andere auch Zweck sein muss, also nicht nur Mittel. Er darf nicht nur Mittel sein. Und wenn man das im Buddhismus also der Bodhisattva, das Erleuchtungswesen, handelt nicht mehr einfach, also handelt einfach nicht mehr zur Erfüllung seiner Wünsche, sondern seine ganze Kraft, sein ganzes Herz ist zur Linderung des Leidens da und letztlich zur Hilfe, dass alle zur Erleuchtung kommen, nämlich zu dem absoluten Glückszustand. Oder? Also der Zweck richtet sich an alle fühlenden Wesen, also in dem Sinn, also ja, Wenn man dem zustimmen kann, dass jemand eigentlich nichts anderes will, als absolut glücklich zu sein und leidfrei, dann kann man sagen, ja, der Bodhisattva strebt genau diesen Zustand an, dass alle fühlenden Wesen diesen Zustand irgendwann einmal erlangen können. Ich hoffe, das war die Erklärung irgendwie dazu. Und da schließt dann auch die Tiere mit ein, oder? Genau. Weil das ist nämlich eine Frage, die Schüler ganz also oft auch gebracht haben. Ja, wie ist denn das mit der Kuh und so? Ja. Genau. Ja, Philipp sagt ja genau, ja danke. Also es dürfte genau getroffen haben. Also das macht die buddhistische Konzeption macht es insofern einfach, in diesem Punkt auch das Mitgefühl zu sehen, weil man sagt, man war früher auch mal Tier, man war auch mal Gott, man war auch mal Hungergeist. Also die haben ja diese 6 Daseinsbereiche. Und je nachdem, wie wir leben, werden wir karmisch im nächsten Leben dort hineingezogen. Und jetzt ist die buddhistische Konzeption ja so, nicht wie in den abrahamitischen Religionen, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschafft und dann läuft es in eine Richtung, sondern dass Welten untergehen und wieder entstehen und das seit ewiger Zeit. Also das wird kein Anfangspunkt definiert und heißt, dass wir uns unglaublich oft schon getroffen haben in verschiedensten Existenzen, in verschiedensten Ebenen und Positionen. Das heißt, so sagen es die Tibeter, jedem Wesen, dem wir begegnen, war sicher mal einmal unsere Mutter. Und aus der Überlegung heraus sagt natürlich, ja, mit seiner Mutter muss man ja schon sehr freundlich umgehen. Also das soll einem auch noch helfen, dass es
ja, wir sind mit allen zu engst verbunden über diese vielen, vielen Äonen, die wir schon gelebt haben. Also es spielt so mit hinein noch diese immer und immer wiederkehrende Existenz, wo wir uns immer wieder schon begegnet sind. Miriam fragt, Buddhisten meditieren, das soll wieder zurückwirken in die Welt, aber geht es nicht darum, das Paradies auf Erden zu schaffen? Auf der einen Seite klingt das sehr realistisch, auf der anderen Seite klingt Pessimismus mit, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das erinnert ja an Kohelet im AT, heißt wohl Altes Testament und nicht Österreich, nehme ich an. Ja, dem Buddhismus wird oft dieser Pessimismus unterstellt. Vielleicht also in ersten Linien ein Übersetzungsfehler. Also man sagt, Leben ist Leiden, aber dieses Dukkha steht eigentlich mehr für frustrierend oder schwer zu ertragen. Buddha macht dann sehr realistisch, also sie schreibt es ja eh, die Miriam, vielen Dank, finde ich ein realistischer Blick und sagt, ja, geboren werden ist schmerzhaft, sterben ist schmerzhaft, Krankheit. Also er spielt das so durch, oder von Lieben getrennt sein oder mit Ungeliebten, also er spielt so durch, wo überall Leiden auftaucht und ist da extrem feinfühlig. Also spürt er auch genau hin, woher Leiden kommt, aber das war vorhin, glaube ich, auch schon angedeutet. Er gibt ja Methoden vor und Wege vor, wo ich in einen ganz anderen Zustand komme. Das heißt, wenn ich mich an die Regeln halte, zuerst schon mal die Grundregeln, und die wirklich gut schaffe, dann taucht schon sehr viel Glück auf. Noch viel mehr, wenn ich mich in die Meditationspraxis. Also, er ist realistisch in dem Sinn, hat aber ein Programm, wo wesentlich mehr Freude und Glück auftaucht, als wenn man sich einfach den sogenannten irdischen Freuden hingibt. Also das kann man ja, ich denke, das ist für alle kein Problem, wenn man jetzt sagt, ja, Essen ist nur ein bisschen gut, irgendwann wird es dann zu viel und wenn man noch weiter isst, dann wird es schmerzhaft, so, oder? Und für die Gesundheit und so weiter. Und so kann man das mit allen sinnlichen Genüssen durchspielen. Ich denke, das ist in allen Religionen so, dass man da das richtige Maß findet, aber letztlich auch erkennt, dass die nicht das letztendliche Glück sind. Also wenn man möchte, könnte man das als Pessimismus auslegen, aber ja, das sind dann Wertegeschichten, oder? Wenn man sagt, der Himmel bedeutet, ja, eben, das müssen wir jetzt miteinander ausdiskutieren. Was ist der Himmel? Aber ich glaube, da findet sich auch, also da findet sich Buddhismus und die anderen Religionen auch, dass man als wahres Glück was Himmlisches vorstellt, wo sowas wie Wunschlosigkeit kann man einfach, oder? Also, ja. Also im Islam gibt es sowohl den Himmel als auch das Paradies und das ist nicht unbedingt dasselbe. Ja. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema hier, nur als Diskussionsbeitrag, falls man den will. Ja, na. Also vielleicht so, eben durch die Meditationspraxis bekommt man ja einen inneren Frieden und ist sehr glücklich. Eigentlich. Also so gesehen ist der Weg in Richtung Glück. Auch irdisch schon. So gesehen würde ich jetzt das eigentlich optimistisch sehen. Ein tolles Menschenbild, das im Menschen die Befähigung sieht, dorthin zu gelangen, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich suche immer so ein bisschen an die Parallelen, so auch in meiner Tradition, ja. Und ich habe mir so gedacht, so diese grenzenlose Liebe, dieses wirklich zutiefst betreffen lassen, Mitgefühl so im tieferen Sinn, wie du es angedeutet hast. Ja. Das erinnert mich dann auch sehr an das Handeln Jesu, ja. Oder wenn in der Bergpredigt dann auch steht, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, genau. Da scheinen sich mir so diese Traditionen dann zu begegnen auch. Ja. Ganz genau. So mach's wie Gott, ja, auch wenn du das nicht zusammenbringst, ja, aber genau. Bemühe dich drum. Ja. Genau.
genau. Also über dieses menschliche Maß hinaus, also Kant geht ja da nicht so weit, da bleibt da viel mehr am Boden, oder? Aber genau, also es gibt ja einige große Lehrer der Gegenwart, die ja Jesus als Bodhisattva wirklich tatsächlich so einstufen. Also der Dalai Lama macht das, der Thich Nhat Hanh, Karmapa, das ist auch ein tibetischer Lehrer. Also es gibt einige große Lehrer, die ihn ganz klar als solchen sehen, so in seiner Haltung der grenzenlosen Liebe und der absoluten Vergebung. Ja. Bringt mich zu einer weiteren Frage, die von den Schülern auch öfter gekommen ist. Ja. Ist der Mensch das Höchste oder gibt es noch was drüber, was man werden kann, quasi als was man wiedergeboren werden kann? Ja? Das würde jetzt so in diese Richtung gehen. Oder? Genau, genau. Also, es gibt Götterhimmel, aber die sind nicht unbedingt, also sie sind nicht erstrebenswert, weil wenn man in diese Sphären hinaufkommt, dann geht es einem so gut, dass man vergisst zu praktizieren. Also man kann sich das vorstellen, man schaut wie die Stars, man schaut gut aus, man kann die Dinge ohne weiteres, man hat Fans, man wird geliebt, ja, was will man noch mehr? Und was dann halt auch manchmal bei den Stars ist, dass sie plötzlich abstürzen, das gar nicht da packen und dann in eine Depression fallen. So in der Analogie stellt man sich das auch im Buddhismus vor, dass man da oben einfach sein gutes Karma, also das gute Karma hat da einen hinaufgehoben, einfach verbraucht und dann wieder runterfällt. Das Menschsein hingegen wird als die beste Form gesehen, weil man noch ein Stück weit leidet, aber auch so weit geistig frei ist, auch vom Herz, dass man gut praktizieren kann. Also der Ausstieg aus der ganzen Misere ist auf der Menschenebene am besten. Der Götterhimmel ist ganz, ganz komplex gestaffelt. Ja, danke, spannend. Ja, gerne. Carola fragt, wie sieht es im Buddhismus mit der Seele aus? Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage auch, wo der Buddhismus sich unterscheidet von allen oder von den meisten Religionen, dass der Buddha die Existenz einer Seele verneint. Warum? Er hat das so analysiert, dass er sagt, was ist der Mensch, und hat diese fünf Skandas untersucht auf ihre Dauer oder Beständigkeit. Diese fünf Skandas sind Form, also der Körper, unsere Empfindungen, unsere Wahrnehmung, und Sankara ist ein schwieriger Begriff, das bildet unseren Charakter und das Bewusstsein. Also man könnte Sankara auch mit all unseren unbewussten Aspekten, die wir über die Jahre, und im Buddhismus glaubt man halt über die früheren Leben, mit hereingebracht, die unbewusst mit hereinwirken. Also diese fünf Aspekte, die analysiert er alle und sagt, keiner von diesen fünf Aspekten ist ewig. Und in dem Sinn gibt es keine ewige Seele oder Atma, Atta in Pali, Atma, sondern das ist eine zusammengesetzte Sache, die im Fluss ist. Also das ist ein prozesshaftes Denken, wo der Geist einfach in Bewegung ist. So, also es gibt nichts Fixes. Also das wäre ja sowas wie ein Angelpunkt. Aber der Buddha verneint das. Und das hat einfach einen pädagogischen und therapeutischen Effekt, dass man nichts zum Greifen hat. Eben er sagt, haben wir ja schon gehört, sind wir am Anfang des Vortrags, jeder liebt am meisten sein selbst. Und der Buddha sagt, ja, wenn du das losgelassen hast, dann bist du frei. Dann bist du auch frei für alle anderen. Dann kannst du das Leben durch dich durchfließen lassen, wie es kommt. Ansonsten, sobald der Ego da ist, will das eingreifen, weil es ja Dinge bevorzugt und gewisse Dinge ablehnt. Und in dem Sinn die Dinge nicht nimmt, wie sie eigentlich sind. Also wenn man egofrei ist, lässt man, wenn man jetzt monotheistisch denkt, die Schöpfung
geschehen, so wie Gott sie gemacht hat. Ansonsten wehrt man sich gegen das, was ist. Und das ist so dann sozusagen die Therapie und Pädagogik. Die Seele gibt es gar nicht. Sei völlig offen, sei voller Mitgefühl. Dann bist du eins mit dem, was geschieht. Dankeschön. Also vielleicht muss ich das noch draufsetzen. Ja. Da kommt natürlich dann die Frage, was ist, wenn man stirbt? Wie geht es weiter? Wie geht dann diese Wiedergeburtsgeschichte? Und da hat man so die Idee viel mehr von Energie übertragen. Also man hat so Beispiele wie halt die Billardkugel hat eine gewisse Energie, stößt die zweite an und dann rollt die halt weiter. Also die Energie wird weitergegeben. Oder ein anderes Bild ist ein Wachssiegel. Also wenn ich ein Siegel in ein Wachs hineindrücke, dann hinterlässt das Siegel eine leere Stelle. Aber es ist eigentlich nichts, aber durch das Wachs rundherum, also der Körper, man schüttet da den Geist hinein, kommt es an einen anderen Ort. Aber es gibt nichts Fixes, sondern es ist ein Prozess, ein fließender Prozess. Also der Buddhismus versucht zu lehren, sich an nichts festzuhalten. Dankeschön, ja. Weitere Fragen im Chat sehe ich, tut sich gerade nichts. Hier von den Und das Göttliche ist dann, wenn man so formulieren wollte, das Ganze, das Geschehen an sich, oder ja. Enthaltet sich da gänzlich einer Aussage? Ja, also Buddha hat eigentlich auf die Frage, gibt es Gott, gibt es ihn nicht und so, also so ein paar große philosophische Fragen hat er gesagt, lasst es. Das lenkt nur ab und da kommt man nicht wirklich auf den grünen Zweig. Es ist viel wichtiger, dass er die Erlösung anstrebt. Aber er gibt zu bedenken, wenn es kein todloses, ungeschaffenes nicht gäbe, dann könnte man sich nicht befreien aus dem Geschaffenen und Todhaften. Und aus dieser Logik sagt er, das gibt's. Und weil es das gibt, können wir uns befreien. Also man könnte da jetzt hineininterpretieren, dass es eben so etwas gibt, wie die Philosophen sagen, also so etwas Transzendentes, Ewiges, ewig Gutes, also da kann man schon in Richtung Platon gehen. Wenn es das nicht gäbe, dann könnte man gar nicht raus. Also da könnte man das hineinlesen. Aber nicht in dem Sinne ein Schöpfergott. Die Schöpfer sind wir selber durch unser eigenes Karma. Ja, Miriam hat noch was gefragt, und zwar, sie fragt etwas Eigenartiges mit ihren eigenen Worten. Sie sagt, ich wage eine etwas eigenartige Frage weiterzugeben, wenn ich darf. Ich denke, sie darf. Ein Maturant hat mir heute geschrieben, inwiefern unterscheidet sich der Buddhismus vom Nihilismus, Klammer Nietzsche, Klammer zu, die Ersteren empfinden es als höchstes Glück, im Nichts aufzugehen, und für die anderen ist alles vom Sinn losgebunden, nichts wert. Ja, also Buddhas Weg ist der Weg der Mitte, und schaut er auch hin zu diesem Nihilismus. Also das wäre wirklich so in dem Sinn, das ist nichts wert, da kommt nichts raus. Das wäre absoluter Pessimismus. Ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern grundlegend ist die buddhistische Lehre die, in jedem Wesen steckt das Potenzial zur absoluten Erleuchtung. Also ist einmal das Erste. Mehr geht nicht. So absolut optimistisch. Aber es ist das Glück, das wahre Glück, nicht im Irdischen zu finden, weil es vergänglich ist. Also sich an Dinge zu halten, die eine gewisse, einfach vergänglich sind, das reicht. Also man könnte auch sagen, Scheinhaftigkeit, das ist ja kein ewiges Glück. So. Also da unterscheidet sich Buddhismus und Nihilismus grundlegend.
Aber jetzt aus einer materialistischen Sicht ist natürlich, könnte man sagen, ja, die Buddhisten, die sind schon sehr zufrieden, das wäre mal zu wenig. Aber das Glück, das innere Glück, das ein Buddhist bei der Meditation erfährt, das ist ja was absolut Positives. Das kann einem Materialisten, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, ja auch abgehen. Also, ja. Ja, danke schön. Ja, gerne. Miriam sagt auch danke. Gibt es von den Anwesenden sonst eine verbal gerichtete Frage noch? Ja, ich finde es ganz spannend zu hören. Eben, ich habe Buddhismus bisher so verstanden, dass es sehr gut, sehr stark auf die eigene Tun sozusagen ankommt. Und was ich jetzt gehört habe, zum einen, dass man das Ego zurücknimmt und gleichzeitig eben diese Inspiration bekommt. Also wie ist doch nicht so sehr die eigene Leistung oder wie kommt das zusammen? Aha. Ja, also als Beispiel fällt mir ein, also in Japan, wenn da jemand eine herausragende Leistung erbracht hat und er wird geehrt von der Gesellschaft, dann ist das fast was Peinliches für ihn, also weil die das Denken haben, und das kommt wahrscheinlich stark aus dem Zen heraus oder aus dem Buddhismus, es ist alles eins. Also wer das Ego losgelassen hat, der versteht, alles ist eins. Also es ist die Schöpfung, also wenn man diesen Begriff wieder nimmt, ist miteinander verwoben. Alles hat seine Richtigkeit, seine Notwendigkeit und hat seinen Sinn. Und wenn mein Ego weg ist, dann gebe ich mich völlig dieser Schöpfung, dieser Manifestation hin. Also wer Ego einsetzt, auch im guten Sinne, der tut was Gutes, aber sobald das Ego zu stark mit involviert ist, dann sperrt er sich eigentlich auch gegen den göttlichen Fluss, könnte man sagen, oder gegen das Dao, wenn man diese Begriffe herein, oder das Dharma im Buddhismus redet man, vom Dharma, dem göttlichen Gesetz. So. Also und aus dem Punkt heraus, also das wird auch als Fessel im Buddhismus, im Theravada angesehen, die Tugendtaten, habe ich auch damit gekämpft. Aber sie wird insofern verständlich, weil da das Ego involviert ist. Und wenn man ganz viel Energie in die Richtung bringt, ja, was geht's? Also auch zu verstehen, dass die anderen zwar leiden, also da ist das Mitgefühl mit drinnen, aber dass auch das Leiden in sich eine illusionäre Seite hat. Und da spielt dann die Weisheit mit hinein, oder? Aber natürlich ist das alles hochsensible Angelegenheit. Deine wirkt vielleicht zu kalt vor lauter, dass er das versteht und nicht mitfühlt. Und der andere ist vielleicht vor lauter Mitgefühl so emotional involviert, dass er eigentlich nicht mehr gut agieren kann. So, ja. Ist das irgendwie beantwortet? Ja, spannend, ja. Doch, danke. Danke. Ja. Ja, danke schön. Im Chat tut sich's gerade nichts. Gibt es noch andere Fragen hier von den Teilnehmern? Wenn nicht, dann würde ich sagen, ich glaube, es war eine sehr dichte, fast über eine Stunde jetzt. Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und für die detaillierten Fragebeantwortungen. Mir ist auch noch eingefallen, ich habe unlängst erst einen, und ich finde das immer schön, wenn man es dann auch so auf eine personale Ebene bringen kann, einen Artikel gelesen, dass Jesus ja möglicherweise ein buddhistischer Lehrer war, der zwar Jude war, aber dann nach Asien gegangen ist, dort das gelernt hätte, zurückgegangen wäre, gelehrt hätte und dann wieder zurück nach Asien. Keine Ahnung, ob sowas stimmt. Ja, ich finde einfach solche Ideen immer ganz nett. Und es ist ja auch so, dass schon im Islam vor langer Zeit wirklich große Gelehrte auch gesagt haben, Buddha könnte ein islamischer Prophet gewesen sein, aus der Sinn heraus, dass Gott ja zu jedem Volk einen Prophet geschickt hat und Buddha könnte einer davon gewesen sein. Es spricht nicht viel dagegen, wenn auch jetzt nicht was richtig dafür spricht, aber inhaltlich doch manches. Und das finde ich immer schön, solche Dinge an Personen auch festzumachen. Ich sage nicht, dass es so ist, aber in die Richtung zu denken, dass es ja auch so
die sein könnte. Ja, ja, ja. Also vielleicht noch eben auch mit einem islamischen Professor kürzlich ein Interview geführt, mit Dr. Takim, vielleicht kennt man den. Ja. War sehr interessant und wenn man die islamische Mystik anschaut, da tauchen einfach viele Begriffe auf, die sehr stark daran erinnern, eben an diesen ichlosen Zustand der Entwerdung und so weiter, und der Einheitserfahrung und so weiter, wo man dann denkt, ja, das berührt sich dann wirklich sehr, ja, mit dem Buddhismus auch. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn man den Buddhismus so in den Anfängen sieht, das muss man eigentlich stark als mystische Richtung verstehen. Also dass mehrheitlich die Mönche zumindest einfach als Mystiker zu sehen sind, die sich ausschließlich dieses Weges verschrieben haben und ihre Zeit einfach, ihr Leben sich dem vollkommen widmen. So wie das auch viele Mystiker in den unterschiedlichen Traditionen tun. Also da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, da gibt es auch historisch ganz viele Vernetzungen zwischen Buddhismus und gerade der islamischen Mystik, Sufismus, ja, die ihre teilweise ihre Zentren auch in denselben geografischen Räumen hatten wie die Buddhisten. Mhm. Und das ist auch historisch sogar belegbar, welche Verbindungen es da gab. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Es ist jetzt doch noch eine Frage gekommen, nämlich von der Miriam, und zwar eine persönliche Frage, ja, die man natürlich immer nicht beantworten muss, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Sie fragt, lieber Guntram, bist du Zeit deines Lebens schon Buddhist? Also in dieser Existenz? Nein, nein. Also ich bin ganz normal in Vorarlberg als christlich aufgewachsen und bin dann auf die Suche gegangen. Ja. Also gewisse Fragen wurden mir dann in der Theologie nicht beantwortet. Und dann habe ich so meine Umwege gehabt, bis ich beim Buddhismus gelandet bin. Aber eben bei der Untersuchung und Beschäftigung mit der Mystik der verschiedensten Traditionen der Welt taucht einfach so viel Gemeinsames dann wieder auf, dass es nicht mehr so wichtig wird, welcher Religion man angehört. Also wenn man sich auf der mystischen Ebene bewegt hat, der einzelnen Traditionen, dann gibt es sehr viele Berührungspunkte. Was auch schön ist am Buddhismus, was mir jetzt gut tut, diese Freiheit, dass wenn man sozusagen die Erleuchtung erlangt oder je näher man ihr kommt, desto weniger braucht man die Konzepte. Also man hat dieses Bild, dass man das Floß loslassen kann. Also wenn man die Furt überquert hat, dann kann man es loslassen. Also die Konzepte, die Krücken, die man gebraucht hat, um dorthin zu kommen, die kann man verabschieden. Also so versteht man irgendwie auch die ganze Lehre, dass die einem hilft, den Fluss zu überqueren, nachher kann man sie loslassen. Also in dem Sinn, also Mahayana spielt auch ganz stark mit dieser Idee, dass die Konzepte uns eigentlich im Weg stehen. Also im Zen-Buddhismus meditieren, alles loslassen und in die Einheit gehen. Und das ist halt sehr klar ausformuliert, dass es eigentlich nicht um Religion geht oder Lehrgebäude oder dergleichen, sondern dass es um die Erfahrung, um die authentische Erfahrung der Einheit geht. Ja. Ja, danke schön. Sie schreibt noch herzlichen Dank, sehr spannend, ein wunderschöner Gedanke, das Loslassen. Das, glaube ich, können wir alle gerade gut üben hier in Österreich auf vielen Ebenen. Ich glaube, jetzt verabschiede ich mich dann. Nein, versuche ich es noch ein zweites Mal zu beenden. Verabschieden tue ich mich noch nicht. Sonst müssten wir uns dann ein zweites Mal begrüßen beim nächsten Mal, damit wir wieder gleich kommen. Also noch einmal vielen Dank. Danke auch. Ich glaube auch vielen Dank an alle Teilnehmenden. Danke. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Vortrag wieder gesund wieder. Ja. Tschüss. Ciao.